So, und jetzt haben wir ein Buch, das eigentlich nicht so richtig zur Kategorie Kinderbuch dazugehört, sondern es ist eher ein besonderes Buch. Das Swap-Book. Sie haben es alle auf Ihren Tischen liegen und ich würde sagen, am besten geben Sie es reihum, dass jeder mal reinblättern kann, weil dieses Buch ist wirklich was ganz Besonderes. Sie werden sich wundern, es ist überhaupt kein Text drin. Es ist nämlich gar kein Buch zum Lesen. Deswegen ist es auch ein gutes Geschenk für Leute, die eigentlich nicht gerne lesen, denen man aber ein Buch schenken möchte. Es ist auch ein wunderbares Notizbuch oder Kritzelbuch. Das heißt nämlich auch dieses Swap. Es heißt Sketch and Write on Pictures. Also man soll kritzeln und schreiben auf Bildern. Und man sieht es sehr schnell. Es sind Bilder mit großem Weißanteil, die einen wirklich dazu einladen, diese Seiten zu füllen. Also für Leute, die Notizbücher möchten, aber Angst vor einem weißen Blatt Papier haben, ist das ein unglaublich tolles Ding, denn man blättert es durch und man hat sofort Inspirationen. Also mir ging es zum Beispiel so, ich muss es jetzt gerade mal suchen, wir haben ja hier sehr viele Leute, die bestimmt das Buch Chick gelesen haben, vom Wolfgang Herrndorf. Und es gibt eine Seite, die hat mich sofort an das Cover von Chick erinnert und ich musste es draufmalen. Es ist nämlich auch von den Farbgebungen, unten ist diese Straße, ein Grünstreifen, der Himmel, eigentlich genau das, was bei Chick ja beschrieben wird. Das ist ja dieser Roadplot und man kann, wie gesagt, durch dieses Buch blättern. Es sind immer Bilder, Fotos, hier haben zum Beispiel Ameisen das Blatt angefressen bei mir und so geht es immer weiter. Man kann durchblättern und man hat immer wieder neue Impulse und sagt, ja, da muss ich jetzt wieder was Neues dazu machen. Und es macht unglaublich Spaß. Also ich habe das Buch meinem Mann mitgebracht, als wir in Urlaub geflogen sind und wir saßen beide am Flughafen. Wir hatten nicht so wirklich jetzt Lust, noch mal was zu lesen, weil der Flug ging gleich. Da habe ich dieses Buch ausgepackt, jedem von uns einen Stift in die Hand gedrückt und wir haben angefangen zu kritzeln. Und Sie werden merken, wenn Sie sich einmal auf dieses Buch einlassen, es lässt Sie nicht mehr los. Das Buch hat keinen Anfang und kein Ende. Man kann einfach irgendwo die Seite aufschlagen und anfangen loszumachen und loszukritzeln. Und das ist unglaublich inspirierend. Also mir geht es ganz oft so, dass ich schon Lust hätte, vielleicht was zu zeichnen, was zu schreiben, vielleicht auch ein Gedicht zu schreiben. Und ich sitze dann vor dem weißen Blatt Papier und habe so nicht wirklich die Inspiration oder den Anfang. Mit diesem Buch habe ich es geschafft. Und zwar, Sarah hat darum gebeten, dass ich es vorlese. Viele von Ihnen kennen bestimmt noch das Problem mit dem Bandsalat bei den alten Kassetten. Jetzt ist es ja leider so, dass die Kassetten von diesem Markt verschwunden sind, viel durch CDs mittlerweile, MP3s ersetzt worden sind. Und als ich dieses Bild gesehen habe, musste ich eine Ode an den Bandsalat schreiben. So oft brachtest du mich zur Verzweiflung. Mein ganzes Geschick war gefragt. Mit zitternden Händen entwirrte ich so manches Knäuel, zog und spulte, löste Knoten, glättete Knicke und Falten. Du warst Teil meines Lebens, nun bist du Vergangenheit. O du, mein Unberechenbarer, du fehlst mir.